Hallo von Herzen, meine lieben Skorpiongeborenen. Ich grüße euch zu eurer 3-Monats-Legung. Dieses Video könnte wichtige Informationen für dich enthalten, wenn du im Sonnen-, Mond-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Skorpionenergie hast. Ich gehe auf verschiedene Bereiche ein. Ja, und ich lasse zu Beginn eine Ausgangssituation springen. Da kannst du gleich schauen, ob du hier eventuell in der Reisegruppe bist oder nicht. Weil es sind immer allgemeine Legungen. Bedenke das bitte. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. So, wir schauen mal, wo stehst du denn aktuell, liebe Skorpionenergie? Wo stehst du aktuell? Welche aktuelle Ausgangssituation wird hier angezeigt? So, da haben wir hier schon mal die Zwei der Kelche. Die Zwei der Kelche ist eine Energie der Verbindung, des Flirts, der Annäherung, des Kennenlernens. Ne? Vielleicht geht es hier darum bei dir aktuell, dass sich hier ein Mensch in dein Leben begeben hat oder dass du dich ja wieder mit jemandem versöhnen möchtest. Also es geht ja im Großen und Ganzen um das Thema Versöhnung, Annäherung, Verbindung, Flirt, Kennenlernen, emotionale Angelegenheiten. Ja, und es geht so ein bisschen um das Thema Ankommen, ne? Die Gefühle, die Emotionen zu zeigen und dass die Gefühle und Emotionen auch respektiert und anerkannt werden von einem Gegenüber. Es kann aber auch die Verbindung zu dir selbst sein, ne? Also wenn hier aktuell kein anderer Mensch eine Rolle spielt, kann es sein, dass du auch für dich selbst versuchst, ja, dich mit deinen eigenen Anteilen, die du in dir trägst, zu verbinden. An der Unterseite haben wir den Mond. Das ist interessant, das ist eine Fische-Energie. In der Astrologie aber auch krebsige Energie. Also hier könnte es gut auch möglich sein, dass bei dir gerade wirklich auch das Thema Angst vor Verbindungen oder Beziehungen ein Thema sein könnte. Vielleicht ist es hier gerade wirklich bei dir angezeigt, sich mit jemandem in die Verbindung zu begeben, jemanden kennenzulernen. Das könnte hier ein Thema für dich sein oder die Emotionen allgemein. Wir schauen jetzt mal für die nächsten 3 Monate, welche astrologischen Energien werden hier wichtig für dich? Welche astrologischen Energien werden hier wichtig für dich innerhalb der nächsten 3 Monate? Was will sich hier aufzeigen? Für meine lieben Skorpione. Das sechste Haus, Arbeit und Routine. Und an der Unterseite haben wir hier den Jupiter, Ideale und Weite. Okay, also hier kann es erstmal gut sein, dass du für die nächsten für die nächsten 3 Monate, entschuldigt, dass es da um das Thema des Alltags gehen kann. Ne? Das sechste Haus, Arbeit, Routine, Alltag, aber auch das Thema Gesundheit. Und Jupiter ist erstmal ja auch immer schon auch eine sehr positive Energie, weil es ist eine Heilungsenergie, es ist eine Erweiterungs-Expansionsenergie, es ist aber auch das Thema Glück. Und was ich jetzt hier gleich reinbekomme, ist bei dem einen oder anderen, dass es hier vielleicht tatsächlich darum geht, den Alltag irgendwie neu aufzustellen, neu zu strukturieren, weil sich hier eventuell auch emotional bei dem einen oder anderen etwas verändert. Es könnte jetzt tatsächlich durch eine andere Person sein. Auch das Thema Familie. Ne? Wir haben hier Venus in Krebsenergie und auch der Mond in der Astrologie wird dem vierten Haus der Familie zugeordnet. Vielleicht geht es hier bei den Skorpionen viel darum, etwas zu verändern, weil man vielleicht hier Nest baut, ne? Dass hier vielleicht auch irgendwie das Thema Familie eine große Rolle spielt. Oder auch das Thema Emotionen, Partnerschaft etc. Was aber auch sein kann, ist, dass es hier um das Thema Heilung auf gesundheitlicher Ebene geht. Ne? Also auch das sechste Haus ist die Gesundheit. Und vielleicht möchtest du hier etwas verändern, etwas, ja, du möchtest hier vielleicht wirklich dich auch mehr dem Thema Gesundheit widmen. Und Jupiter in Verbindung mit dem sechsten Haus ist schon auch ein Glücksaspekt. Ne? Also wenn du hier vielleicht auch tatsächlich gesundheitliche Herausforderungen hattest, kann es sein, dass sich das hier tatsächlich bessert. Und im Bereich der Arbeit, wenn es jetzt hier alles bei dir mit emotionalen Angelegenheiten überhaupt nichts zu tun hat, dann ist es gut möglich, dass du dich der Arbeit widmen möchtest. Ne? Vielleicht bekommst du hier mehr Aufgabenbereiche, mehr Verantwortung.
Vielleicht hast du ja auch wirklich das Glück, dass ich hier eine Beförderung aufzeigen könnte, dass du hier mehr eingespannt wirst. Es kann auch sein, dass hier sehr plötzlich auch sich etwas verändert im Bereich der Arbeit. Vielleicht bekommst du auch hier ein Angebot mit den zwei der Kelche in Bezug auf die Arbeit. Wir schauen mal. Welche Monology Card spielt denn hier erstmal eine Rolle für dich? Welche Monology Card wird hier wichtig? So, da haben wir hier schon mal zunehmender Halbmond im Löwen, sei demütig, Neumond in den Fischen, stimme dich ein auf das Göttliche und Vollmond im Wassermann, sei authentisch. Ja, da kommt mir sofort, dass es hier auch wirklich darum geht, egal, gerade mit Jupiter. Ne? Jupiter ist immer so der absolute Wachstums- und Expansionsplanet, aber kann natürlich auch im schlimmsten Fall für ein bisschen Hochmut auch stehen. Also hier geht es darum, dich zu fokussieren, es vielleicht auch nicht zwangsläufig zu übertreiben, sondern dir wirklich Gedanken zu machen, was willst du etwas zu strukturieren und dich tatsächlich hier auch so ein bisschen auch leiden und lenken zu lassen, vielleicht so ein bisschen auch aus der Strenge herauszugehen, aus dem Analytischen, hier wirklich eher dich wirklich mal zu schauen, welche Werte, welche Ideale möchtest du in deinem Leben integrieren? Auf gesundheitlicher Ebene, im Alltag, im Beruflichen. Also es kann ja auch wirklich sein, dass du dich vielleicht auch komplett umstellst im Beruflichen. Hier geht es ganz viel um das Thema Gefühl. Skorpione dürfen innerhalb der nächsten 3 Monate stark ins Gefühl kommen und in die Demut. Ja, authentisch zu sein. Vollmond ist immer auch, wir haben einmal den Vollmond im Wassermann, das ist wirklich hier eine Vollendung. Und der Neumond in den Fischen ist ein Neubeginn. Und hier geht es darum, ins Gefühl zu kommen. Zeigt jetzt auch schon die Ausgangssituation. Wirklich mal in dich hineinzufühlen, was möchtest du tatsächlich? Wie willst du dich im Alltag, im Beruflichen weiterentwickeln? Was darfst du verändern? Was möchtest du verändern? Wir schauen jetzt nochmal mit den Lenormand-Karten. Ich hätte gerne mal eine Lenormand-Karte für meine lieben Skorpione. Welche Lenormand-Karte wird für die nächsten 3 Monate hier wichtig? So, da haben wir sie schon. Ja, der Schlüssel. Es geht um Entscheidung, Stabilität, Sicherheit. Es kann auch sein, dass sich hier eine Tür öffnet für dich, wo du eventuell auch mehr Sicherheit bekommst. Hier haben wir den Bären. Da geht es auch um das Thema Macht und Stärke. Es könnte hier auch eine Person noch eine Rolle spielen. Und es geht aber wirklich auch dabei oder darum, dass du hier wirklich klar erkennst, ja, mir kommt ganz viel wirklich dieses Thema Macht rein. Also wie gehst du mit deiner Macht um? Wie viel Kraft investierst du in eine oder mehrere Angelegenheiten? Ihr könnt da auch eine Vorgesetzte oder eine vorgesetzte Person eine Rolle spielen, eine Vaterfigur könnt ihr eine Rolle spielen. Aber ich nehme das eher so wahr, dass es auch um deine eigene Machtposition geht. Also inwiefern lebst du deine Macht, das Thema Kontrolle? Und ich habe so das Gefühl, du darfst hier wirklich wachsen. Ne? Also die Skorpione, die dürfen hier wachsen, in die eigene Kraft und Stärke zu kommen. Es kommen ja auf jeden Fall Entscheidungen auf dich zu. Sicherheit, Stabilität und Entscheidungen. Vielleicht hast du dich auch bisher immer sehr stark auf das Berufliche oder auf das Alltägliche fokussiert. Und jetzt darfst du hier schauen, weil sich ja vielleicht auch emotional etwas bei dir verändert, darfst du jetzt schauen, wie viel investierst du da tatsächlich rein. Ja, eigentlich wirklich die eigenen Entscheidungen zu steuern, und das Thema Macht. Das nehme ich hier wahr. So, dann haben wir hier nämlich schon den Eremiten. Ich hätte gerne mal 5 Karten für meine lieben Skorpione. Ist auch das 6. Haus, Jungfrauhaus. 4 Karten bitte noch. Oh, das Ass der Kelche. Ja, Thema Liebe, Emotion, Gefühl. Hier haben wir den Bube der Stäbe. Zwei Karten bitte noch. Die 2 der Stäbe.
Eine Karte bitte noch. Die fünf der Kelche. An der Unterseite haben wir die Königin der Stäbe. Also ich habe wirklich den Eindruck, hier geht es bei den Skorpionen darum, ein gutes Mittelding zwischen Alltag, Beruf, Thema Gesundheit, die Selbstfürsorge und dem Thema Gefühl. Also es könnte wirklich gut möglich sein, dass sich hier ein Mensch in ein Leben begibt oder dass das Thema Liebe, Nestbau, ja, dass du die Prioritäten änderst. Das nehme ich so wahr. Du überprüfst, welchen Stellenwert hast du dem Thema Liebe, Emotionen, Menschen in deinem Leben gegeben. Und jetzt muss hier irgendwo ein Gleichgewicht her. Vielleicht hast du wirklich immer sehr viel gearbeitet oder du bist in einer leitenden und selbstständigen Funktion. Und du hast ja sehr viel in den Bereich der Arbeit investiert und das Gefühl ist immer so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und jetzt zeigen sich hier aber neue Chancen und Möglichkeiten und du stellst fest, dass du nicht alles so vielleicht unter einen Hut bekommst aktuell, wie du es dir mal vorgestellt hast. Also hier geht es darum, Prioritäten zu setzen, authentisch zu sein und wirklich darauf zu achten, dass du ein gesundes Gleichgewicht bekommst, ne? Also, wie viel Wert gibst du der Arbeit? Wie viel Wert den Emotionen? Also hier geht es darum, Entscheidungen zu treffen, die dich auch glücklich machen. Hier geht es um das Gefühl. Hier geht es nicht mehr ums Funktionieren, hier geht es um das Gefühl. Also, ich glaube, hier könnte sich absoluten Prioritätenwechsel aufzeigen. Vielleicht entschließt du dich dann einfach auch weniger zu arbeiten, weil sich in der Liebe etwas verändert oder im familiären Bereich. Oder es kann natürlich auch sein, dass du dich immer sehr für andere aufgeopfert hast und jetzt anfängst, in den Bereich der Arbeit mehr zu investieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hätte gerne mal noch zwei Tarotkarten aus dem Eftertarot für meine Skorpione. Die 9 der Stäbe und das Ass der Münzen an der Unterseite, die 10 der Münzen, ja. Das ist halt, naja, das kann wie gesagt beides sein. Bei dem einen könnte es sein, dass man weniger arbeitet, um mehr ins Gefühl und Liebe leben zu können oder Familie, Freunde, Freizeit, ja, also Work-Life-Balance. Und bei dem anderen könnte es sein, dass man jetzt anfängt, in die Arbeit zu investieren, weil man sich vielleicht neu umgestellt hat oder neue Möglichkeit, weil man sich selbstständig gemacht hat. Und hier geht es darum, das Thema schon auf Finanzen, Selbstwert, Anerkennung, das wird hier extrem wachsen bei den Skorpionen. Und ihr werdet hier herausfinden, was ist tatsächlich für mich wichtig. Also auch Prioritäten setzen. Es könnte hier einen Perspektivenwechsel geben. Aber das Thema Finanzen ist hier wirklich absolut im Wachstum. Sicherheit, Stabilität. Vielleicht musst du auch weniger arbeiten, weil du vielleicht irgendwo eine größere Zahlung bekommen hast. Also du kannst hier wirklich versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Eine Disbalance wird hier ausgewogen, wenn du in der Reisegruppe bist. Und du kommst hier schon ganz klar dahin, deine Leidenschaft zu leben. Was deine Leidenschaft dann sein wird, ob es das Berufliche ist oder der emotionale, familiäre, zwischenmenschliche Bereich, das ist jetzt bei jedem unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, Entscheidungen zu treffen, etwas ausgewogen zu machen, Selbstfürsorge und vor allem für dich selbst zu überprüfen, was ist denn für dich jetzt wichtig? Und du ordnest neu, du strukturierst, du ordnest, du stellst oder setzt hier Prioritäten. Und so oder so wird es bei dir einen Wertzuwachs geben, entweder im emotionalen Bereich oder im finanziellen, materiellen und im Bereich der Arbeit. Also das ist auf jeden Fall das Thema, Wertzuwachs.
Wir schauen mal, welches Krafttier ist denn hier an eurer Seite? Meine lieben Skorpione, da haben wir so, der Otter, die Originalität, sei originell und erfinderisch, du kannst dein Leben in Klammern umgestalten, probiere neue Wege, du hast alle Möglichkeiten. An der Unterseite haben wir hier den Rabenvogel, die Magie, eine Einweihung steht bevor, Veränderungen kündigen sich an, erwarte Wunder. Also hier könnte sich auch plötzlich etwas ändern bei dir, was du vielleicht jetzt noch nicht kommen siehst, und dann geht es darum, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und Prioritäten anders zu setzen. So nehme ich das hier wahr. Also aus der Routine könnte es schon sein, dass du hier ausbrechen wirst. Ja, also auf jeden Fall bei den Skorpionen wandelt sich etwas. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.